Hier eine Aufgabe aus der Trigonometrie. Der Ort A ist von B und C durch einen Fluss getrennt. Frage: Wie weit liegt dieser Ort A von B entfernt und wie weit liegt dieser Ort A von C entfernt, wenn man weiß, dass dieser Winkel Gamma 115 Grad beträgt, dass dieser Winkel Beta 25 Grad beträgt und dass der Abstand zwischen B und C, das heißt diese Distanz klein a, 2 Kilometer beträgt. Da dieses Dreieck kein rechtwinkliges Dreieck ist, können wir nur mit den Regeln aus einem beliebigen Dreieck arbeiten. Durch diese Eigenschaft, die Summe der drei Innenwinkel jedes beliebigen Dreiecks beträgt immer 180 Grad, können wir hier die Öffnung dieses Winkels Alpha bestimmen. Denn Alpha plus Beta plus Gamma ergibt 180 Grad, also ist Alpha 180 Grad minus Beta minus Gamma. Und so finden wir sofort, dass dieser Winkel Alpha 40 Grad misst. Um diesen Abstand klein b zu bestimmen, können wir die Kosinusregel nicht benutzen, denn um diese Regel anzuwenden, braucht man zwei Seiten des Dreiecks. Wir kennen aber nur eine, also versuchen wir mit der Sinusregel. A ist bekannt, Alpha jetzt auch, b suchen wir und Beta ist bekannt. Also können wir die Sinusregel, diese erste Gleichheit hier, schön nutzen, um klein b zu finden. Aus dieser Gleichheit finden wir sofort, dass klein b a sin Beta auf sin Alpha sein muss. Jetzt ersetzen wir a, Beta und Alpha durch ihre Werte und geben dem Taschenrechner diese Rechnung auf. Wir berechnen also diesen Bruch 2 mal Sinus von 25 Grad, Kursortaste nach unten, geteilt durch Sinus von 40 Grad. Und die Enter-Taste liefert sofort den Wert für klein b und diesen Wert übertragen wir hierhin. Somit wissen wir schon mal, dass klein b, das heißt die Entfernung zwischen c und a, 1,31496 Kilometer beträgt. Kilometer, weil diese Angabe a ebenfalls in Kilometer ausgedrückt wird. Jetzt noch c. Dazu brauchen wir wieder die Sinusregel. Dieses Mal der erste Bruch ist gleich zum dritten Bruch. Übernehmen wir das hierhin, denn daraus können wir sofort schließen, dass c a sin Gamma auf sin Alpha sein muss. Also ersetzen wir a, Gamma und Alpha durch ihre Werte und geben dem Taschenrechner diese Rechnung auf. Ich lösche zuerst das Display. Bruch 2 mal Sinus von 115 Grad. Wir achten natürlich darauf, dass der Taschenrechner auf Grad eingestellt ist. Ist er. Und dann Kursortaste nach unten, Sinus von 40 Grad. So, Enter. Und das hier ist dann der Wert für klein c, den wir sofort hierhin übertragen. Und diese Zahl, Wert von klein c, ist ebenfalls in Kilometer ausgedrückt. Unsere Aufgabe ist schon beendet.